Ja, hallo Leute und damit willkommen zurück auf Secret of Salmon und zu einem weiteren Command-Tutorial. Heute möchte ich euch mal zeigen, wie ihr solche TP-Schilder hier bekommen könnt, die euch dann in eine Lobby oder was auch immer und wohin teleportieren können. Ja, und wie ihr so ein Schild bekommen könnt, das zeige ich euch jetzt. Das Ganze geht nämlich mit dieser schönen Website und zwar minecraftcommands.science und diese ist sogar auf Deutsch, das heißt ihr braucht keinerlei Englischkünste. Also hier bei Zeile 1 würde ich mal sagen, hallo, ich bin's. Ihr könnt hier natürlich reinschreiben, was ihr wollt, das erscheint dann in Zeile 1. An dieser Stelle könnt ihr die Farbe wählen, ich würde sagen, die lassen wir auf Standard, also schwarz. Hier könnt ihr einen Befehl eingeben, zum Beispiel slash say hi, das muss kein TP-Befehl sein. Und das Ganze wollen wir dann noch in dick. Das Ganze könnt ihr auch in kursiv unterstrichen, durchgestrichen und entstellt machen. Entstellt empfiehlt sich aber nicht, weil es einfach nur Zeichen sind, die die ganze Zeit durchwechseln. Bei Textzeile 2 machen wir mal, also wir haben jetzt Hallo, ich bin's, der Simon. So, und das machen wir dann mal in dunkelblau. Dabei soll nichts passieren und das Ganze wird dann kursiv da sein. Dann könnt ihr weiter unten Zeile 3 anschauen. Dort könnt ihr dann reinschreiben, was ihr wollt. Hallo, ich bin's, der Simon. Und ich bin nicht Bonn, sondern bin. Das machen wir dann mal in grün und in unterstrichen. Und dann machen wir noch hier an dieser Stelle cool. So, und da ich nicht cool bin, streichen wir es durch. Und das machen wir dann noch in dunkellila. Ja, und dann wollen wir noch unseren TP-Befehl nehmen. Da würde ich sagen, machen wir einfach mal slash TP add P. Relativ, 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 das heißt von dem Standpunkt, wo der Spieler steht, 100 Blöcke in die Luft. AdP heißt der nächste Spieler, das heißt der, der am nächsten am Schild steht, wird teleportiert. Ihr könnt dann natürlich auch andere Koordinaten reinmachen, aber ich würde sagen, ich lasse es mal hierbei. So, hier unten bei Schildtyp, gebe Schild als Item, einfach so lassen, hier nochmal auf Update drücken und dann hier den Command mit Rechtsklick einfach kopieren. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns zurück in Minecraft. Wieder zurück in Minecraft geht es weiter mit einem Command-Block. Den bekommt ihr wie immer mit slash give eurem Username und dann Command-Block. Mit Rechtsklick platziert ihr den und mit Steuerung V fügt ihr dann den Command, den ihr eben kopiert habt, hier ein. Klickt nochmal auf Needs Redstone, damit er auf Always Active steht und auf Done. Danach erhaltet ihr ein Schild und könnt es überall in der Welt platzieren. So, hier haben wir mal Hallo, ich bin's, der Simon in dunkelblau. Und ich bin in grün und cool in dunkellila, aber cool wurde durchgestrichen, da ich es nicht bin. Beim Rechtsklick werden wir einmal nach oben teleportiert und landen dann hier auf dem Dach. Naja gut Leute, dann würde ich sagen, wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch einen kreativen Daumen nach oben da. Und wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, auch ein Abo. Und dann sehen wir uns im nächsten Video.